So, moin moin zu Teil 2, yeah. Halb so wild, Krisenvorbereitung. Mit Alex. Und André. Ja, yeah, schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's weiter. Genau. Das nächste wäre dann nach Essen, also sag mal Essen, Licht und Wärme. Das ist halt auch ein Thema im Winter natürlich. Wie kriegt man seine Bude bzw. vielleicht einen Raum geheizt oder zumindest sich so, dass man nicht komplett erfriert bei minus 10 Grad? Ich sage mal, in den meisten Fällen haben wir in Deutschland jetzt nicht so die Minusgrade, da wird man wahrscheinlich jetzt nicht erfrieren, wenn man jetzt nicht draußen am Balkon lebt. Aber doch ist es auch eine Frage der, wenn das länger andauert, so eine Scheiß-Situation, dann kann das schon mal echt ungemütlich werden, wenn du gar keine Wärmequelle hast. Ne? Und deswegen ist halt die Möglichkeit oder die Frage, ob man sowas braucht. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, ein bisschen Wärme reinzukriegen. Erstens ist natürlich, sich einen dicken Pullover anzuziehen und ein paar Socken, Schlafsack. Schön dicken. Genau. Da hält man es schön warm drin. Ne? Die einfachste Variante. Genau. Also klar, Decken natürlich auch. Ja. Aber hier ist es halt konzentriert einfach. Genau. Und dann kriegt man die Bude natürlich warm mit Strom. Da kann man natürlich Folgendes machen, hat hier einen Generator, schön den dicken Moppel. Ach ja, der für die Standheizung braucht. Genau, der ist halt Strom. Genau. Und dann haben wir hier nochmal aus dem Camperbereich eigentlich, aber das wäre auch eine Notheizung, und zwar eine Dieselheizung. Genau. Das heißt, hier, die haben wir im anderen Video schon mal, können wir verlinken, haben wir noch einen hochgeladen, ne? Ja. Nee, hast du noch nicht hochgeladen. Ach, haben wir noch einen hochgeladen. Oder nee, nicht du, Mike, meine ich. Ach so, Mike, was ist denn da los? Also, falls das mal das Video irgendwann kommt, wie wir die Dieselheizung hier ein bisschen frisieren, sag ich mal so. Verlinken wir das auf jeden Fall unten im Video, ansonsten ja. Oben im Video. Wahrscheinlich das Video danach. Weil wahrscheinlich. Das ziehen wir vor, glaube ich. Ja. Ja. Dieselheizung heißt, du hast hier oben einen Dieseltank und das Ding wird eigentlich mit einer Verbrennungspumpe, Motor, was aus dem Camperbereich sozusagen eigentlich es gibt, wird Wärme erzeugt. Ja. Und, oder warme Luft. Das Wichtigste ist natürlich, Abgas eigentlich immer nach draußen. Also ja, das Ding erzeugt Abgas, genau, das muss nach draußen. Das ist hier dieser Abgasdödel. Und das Ding braucht 12 Volt, also brauchst du irgendwie eine Möglichkeit, eine Batterie, Autobatterie also zum Beispiel, ranzuschmeißen. Das Ding verbraucht echt nicht viel. Also wenn du, sagen wir, 100 Ampere-Stunden Batterie hast, da kannst du irgendwie ein paar Tage lang. Ja. Man kann 46 Ampere-Stunden aus dem Auto, wenn man eine kleine hat. Genau, die nimmst du aus dem Auto, geht auch, wenn du das Auto nicht fahren willst. Ja. Da stehen genug Autos draußen rum. Das ist die eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit hast du hier besorgt letztens, ne? Genau, läuft über 230 Volt. Ja. Heizt aber kleine Räume bis 20 Quadratmeter oder 10 bis 20 Quadratmeter auf 30 Grad hoch. Okay. Und ist jetzt. Das Ding hat 500 Watt, ne? 500 Watt, genau, verbraucht also auch nicht so viel. Ich habe es jetzt für einen Camper gekauft. Zusätzlich zur Dieselstandheizung. Ja. Und das für einen Camper ist das genial. Und wenn man zum Beispiel zu Hause ist, einen Raum hat, Wohnzimmer, wo sich alle versammeln, perfekt. Ja. Die Sache ist natürlich, man braucht wieder Strom, also Inselanlage, Generator oder ähnliches. Genau. Ich habe letztens noch einen Spaß dazu noch. Ich habe jetzt die teure Variante, die sehen alle gleich aus. Ja, gleich aus. Ne? Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass sie aus einem Werk kommen, aus einem weit entfernten Land. Ich glaube, der hat 40 gekostet, hat ein schönes Design in einer Fernbedienung. Also eine Fernbedienung gibt es auch dazu. Mhm. Es gibt die Dinger aber auch schon ab 15 Euro ohne Fernbedienung. Ja, gute Fernbedienung. Ja, also man einfach zu bedienen, an, aus, hier ist ein Timer noch dran. Temperatur kann man hochstellen, Lüfter kann man erhöhen. Gut. Das Thema ist aber jetzt mal, wenn jetzt Blackout ist, du hast keinen Strom, ist das schwierig. Schwierig, genau. Es sei denn, man ist so gut vorbereitet wie wir. Ja, aber wer hat jetzt schon mal, sag ich mal, so das alles dann da? Ne? Also dann fängst du an mit einer PV-Anlage, einem Wechselrichter oder halt einem Generator. Ja. Dann wirst du schwierig. Also ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um, wenn es kein Gas mehr gibt. Ne? Ja. Aber was ich mir auch nicht vorstellen kann. Ja. Aber von was ich. Wir verlinken die verschiedenen Varianten einfach mal. Es ist ja so, das Video soll jetzt ja eigentlich nicht komplett alles aufklären, was es gibt, sondern einfach mal nur einen Gedankenanstoß geben, sagen, wie habe ich schon oder weiß ich ja schon, dann klick einfach weiter. Oder sagst, okay, habe ich noch gar nicht beschäftigt. Dann kannst du einfach mal dir das ganze Gedanken machen, was so für deinen Bereich das Beste wäre. Genau. Hatten wir schon Kerze?
Genau, eine Kerze haben wir natürlich, ne? Das wäre immer ganz gut, wenn man da Licht braucht, ne? Genau. Ich habe letztens mir, spaßeshalber mal, weil das Thema Teelichtofen ja gerade so ein Riesenthema ist. Ja, aber die fackeln auch häufig ab, habe ich gehört. Ja, die fackeln häufig ab und ich habe es mal wirklich getestet. Das war letzte Woche ja rappenkalt und dann habe ich da, glaube ich, 4 oder 5 Teelichter drunter gemacht. Es ist wohl Wärme, aber damit kannst du nichts warm machen. Also da brauchst du, glaube ich, wie viele Öfen, ich weiß gar nicht. Soll ich mir den mal angucken, was du da gemacht hast? Nee, besser nicht. Ich habe auch schon mal so eingebaut und der hat funktioniert. Okay. Also, falls du auf jeden Fall einen Teelichtofen hast oder so oder irgendwie mit offenem Feuer arbeitest, immer, das würde ich jetzt hier einbauen, irgendwas zum Feuer löschen. Ne? Weil ich sag mal so, wenn jetzt da draußen eine Katastrophe ist, weil irgendwas, keine Ahnung, in die Luft geflogen ist oder weil irgendwie es keinen Strom gibt und die Leute haben Panik und deine Bude brennt, dann ist wahrscheinlich die Feuerwehr jetzt gerade nicht so, dass sie sagt, ich fahre jetzt mal eben schnell zu Oma Lieschen als erstes, sondern vielleicht kommt die erst als zehntes zu dir. Ja, dann solltest du auch Wärme. Ja, genau. Dann solltest du auf jeden Fall deine Bude irgendwie löschen, also mit so einem kleinen Feuerlöschspray oder einem vernünftigen Feuerlöscher. Ich habe zum Beispiel zu empfehlen. Im Camper habe ich so einen großen, ja. Den haben wir jetzt nicht rausgeholt, weil er zu groß ist. Ja, kein Bock, den rauszubauen. Ja, genau. verlinken wir auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Genau. Also Feuerlöschspray ist halt ganz gut, weil der ist halt auch für Fettbrände da und du hast halt hier kein Pulver, weil das Problem ist bei Pulverlöschern, das gab es ja früher, wenn du damit irgendwas löscht, damit hast du die ganze Bude komplett ruiniert. Ich glaube, dann musst du das komplett kernsanieren, weil du diesen Pulver in jeder scheiß Ritze hast. Ich glaube, das hier ist Schaum. Steht hier gar nicht. Das ist, glaube ich, Feuerlöschspray. Oder ist es Wasser? Also Wasser, teures Wasser. Teures Wasser. Ja, irgendwas ist hier drin auf jeden Fall. Ist halt auch Mineralwasser. Steht ja gar nicht, was ich da drin. Soll ich mal gucken? Kein Feuerlösch im Sinne der EN3. Wo steht das? Weiß ich nicht. Sprühweite 3-4 Meter, Elektroangriff gegen. Nee, nur Spray. Ja, okay, vielleicht ein CO2. Nee. Aber wir können mal Folgendes machen im nächsten Video, wir probieren das mal aus. Wir können ja mal mit einem Gewehr drauf schießen. Ja, können wir auch machen. Lass mal ein Feuer machen, wir haben ja draußen eine Feuerlöschschale. Und dann probieren wir das mal aus, wir testen das einfach. Geile Idee. Weil, lass mal testen, weil ich weiß nicht, wir haben schon getestet von euch. Ich weiß nicht, ich habe noch nie getestet. Schreibt es mal in die Kommentare, ja, ob ihr sowas empfehlen würdet oder doch ist ein Feuerlöscher. Aber genau, ich habe jetzt einfach hier auf den Tisch gestellt, weil ich das Ding zu Hause hatte. Weil ich mal gekauft habe für zu Hause. Aber wir testen das mal, was das Ding kann. Und für euch. Und dann nehmen wir euch mit. So ist das. Zum Feuer anmachen brauchen wir natürlich... einfache Variante, Feuerzeug. Ja. Es muss jetzt kein Sturmfeuerzeug sein. Habe ich heute eben aufgefüllt. Ja, ich habe da gerade schon mal angemacht. Achso, ja, das geht nur einmal an. Brennen lassen. Okay, es ist kein Zippo, es ist ein Nachbau. Ich habe aber. Ah. Also damit kannst du auf jeden Fall den Grill anmachen. Deine S-Bit-Kocher braucht, dafür brauchst du auch Feuer. Stimmt, weil der geht genau. Nicht alleine an. Der Gaskocher Kerze. Geht alleine an. Genau. Dann hast du ja hier noch den guten Feuerstein mitgebracht. Ja, genau. Also hast du hier einen Feuerstahl dran, ne? Kennt man halt eben aus Seven vs. Wild. Zum Beispiel. Und den kannst du mit dem Messer anmachen. Ja. Damit kannst du aber ja gut ein Feuer machen, wenn du sagst, du hast Holz oder was draußen. Aber jetzt für drin brauchst du das Ding eigentlich nicht. Nee. Also, für brauchst du das zu Hause. Man kann damit keine Kerze anmachen. Nee, damit kannst du keine Kerze anmachen. Wir probieren mal damit eine Kerze zu machen. Da bist du wahnsinnig. Habe ich schon mal probiert. Ja. Geht gar nicht. Genau. So, dann haben wir noch ein anderes Thema. In dem Zuge, wo wir gerade bei Kerze sind, Licht. Ja. Also genau, wenn du keinen Strom hast, hast du kein Licht und wenn es dunkel ist, ist es halt doof. Ne? Genau, also am besten Taschenlampe. Und Batterien. Und Batterien hat man ja meistens im Haus. Genau. Oder halt eine Kerze oder Kerzen. Ne? Ja. Aber wenn du jetzt mal irgendwo was arbeiten musst oder sagst, du willst in den Keller gehen oder was irgendwo hin, dann ist natürlich eine Taschenlampe oder halt eine Kopflampe ganz gut, weil da hast du die Hände frei und hast trotzdem Licht. Genau. Oder willst du so Essen kochen, ne? Und ja. Im Dunkeln ist halt irgendwie ein bisschen doof. So ist das. Und dann kostet dich die Welt. Ja. Ja, dann haben wir das Thema, finde ich auch sehr wichtig, Hygiene und vor allem WC. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wer macht sich so im Alltag großartig Gedanken, wer sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat. Ja. Irgendwann musst du aufs Klo kacken, ja, oder auch strullern. So, dann spülst du das ab. Und dann ist irgendwann, das Wasser kommt nicht nach, dann ist das Ding irgendwann, kannst du nicht mehr nutzen. Weil, also kannst du schon benutzen, aber dann musst du bis oben in den Rand voll und dann ist auch Ende, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Und wenn man dann spülen kann auf einmal,
dann ist er Chlorverstopft. Das ist Chlorverstopft. Also und das Thema, ich glaube, Hygiene, da haben sich, wenn du jetzt nicht im Camperbereich bist und sagst, okay, du bist es gewohnt, eine trockene Trenntoilette zu benutzen oder andere Dinge. Oder eine Chemietoilette. Ja, oder irgendwas, dann ist es halt, glaube ich, schwierig. Also wir haben ja hier Boxio am Start, weil, also ich muss sagen, ich habe die jetzt am Wochenende wieder benutzt. Ich finde es halt super hygienisch. Das ist halt eben, wer es nicht kennt, wir haben andere Videos, können wir verlinken. Könnt ihr reingucken, das Ding ist ausgestattet mit einem Fäkalien-Auffangbehälter, das heißt, ne, damit kannst du halt zumindest den Kot verschließen und je nachdem, wann alles wieder losgeht, kannst du den Kot erstmal sammeln in Mülltüten, dass er halt geruchsichtig ist und dann ist er erstmal weg und du kannst halt den Urin sozusagen im Auffangbehälter sammeln und der kann rein theoretisch in die Natur, weil es ein Naturprodukt ist, Urin. Ja. Könnte theoretisch damit auch düngen, aber genau. Ist halt ja, das wär, übertrieben. Das wäre übertrieben. Ja. Wie gesagt, Boxio und immer Klopapier, guter Partner. Klopapier wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Ja. Wir verlinken nochmal, wir haben noch selber Trockentrenntoiletten gebaut. Verlinken wir in der Beschreibung. Ja. Ja, die waren auch gar nicht so schlecht. Ich ja? fand, ich, also ich weiß gar nicht, was unter 5 Euro. Unter 5 mega, Euro? Mega. Ja. Genau, also Hygiene ist natürlich eine, also wie ich sagte, wenn du jetzt, du musst dein Geschäft verrichten. Und dann, sag mal, hast du vielleicht kein Wasser oder zu wenig Wasser und hast keine Seife, kein Hygienespray und willst dann eine Stunde später dein Essen zubereiten, ist halt keine gute Idee. Dann bist du im Mittelalter gelandet, wo du dann irgendwann natürlich Magen-Darm kriegst, weil du irgendwelche Keime. Und dann hast du das nächste Thema, hast du Magen-Darm, dann hast du irgendwann, ne, kackst du dich aus, sag ich mal so, mit Durchfall und hast dann die Dehydrierung. Und dann fängt die Kacke von vorne an. Also von daher, Hygiene, ganz wichtig. Das heißt also, Hände waschen. Nach wie vor sollte man das so machen, auch in der Krise, ganz wichtig. Und natürlich auch Hygienespray ist ganz wichtig, dass man auf Hygiene achtet. Und zu Hygiene und dem ganzen Thema ist natürlich auch das Thema Erste Hilfe ganz wichtig. Also angenommen, du hackst jetzt mit deinem Messer da zu Hause irgendwie eine Dose auf, weil du vergessen hast, dir einen Dosenöffner zu besorgen. Und das ist nicht so charmante Dose, wie wir haben, die man aufmachen kann. Und du hackst mit diesem wunderbaren Messer hier von Alex die Dose auf und dann schneidest du dich. Ja, und die Blutung kriegst du halt nicht so richtig gestoppt, weil du kein Zeug da hast. Dann rufst du den Krankenwagen und sagst, ja, wir haben andere Themen, Leute. Dann solltest du auf jeden Fall einen gut funktionierenden Verbandskasten, möglicherweise im Auto hast du natürlich auch so einen, zu Hause haben. Und was natürlich auch ganz, ganz gut ist, dass du halt ein paar Medikamente, die du so immer brauchst, auf Vorrat hast. Also was nicht gegen, auf Massenvorrat. Was gegen Durchfall, gegen Übelkeit, Kopfschmerzen. Genau. Und ganz wichtig, das Infektionsspray. Ja, das wäre ganz wichtig, ne? Genau, dass man das auf jeden Fall dabei hat. Ja. Man kann natürlich auch sich kleine Taschen packen. Das ist jetzt aber mehr halt für unsere Outdoor-Touren. Zahnbürste. Hier ist noch Moskitospray drin, Seife, ein bisschen Shampoo, Q-Tips, ein bisschen Nähzeug. Aber man hat das meiste ja das zu Hause. Zu Hause. Genau. Verbandskasten sollte man sowieso immer zu Hause haben, wenn mal was passieren sollte. Ja. Und dann ist natürlich das Thema, ich glaube, das ist Erste Hilfe, beziehungsweise das Thema halt sich selber zu versorgen am Körper. Da helfen natürlich auch manchmal Salben zum Beispiel, ne? Eine Wundsalbe oder so. Wie ist das, bescheuert ist das, wenn du irgendwas gearbeitet hast und du hast zum Beispiel eine wunde Stelle, das nervt dich zu Tode, wenn du nicht eine vernünftige Salbe hast, was verbinden kannst. Guter Tipp ist auch eine Aloe Vera Pflanze. Wer ist der nochmal? Ich kann Aloe Vera aussprechen. Aloe Vera? Ich habe ja mal einen Sprechfehler. Okay, Aloe Vera. Ja, genau. Ja? Genau das meine ich. Okay. Wenn man so eine Pflanze hat, ja. Da kann man einfach ein Blatt abschneiden. Okay. Und halt die, das ist halt wie so, eine, so ein Gel, was rauskommt, wenn man das aufpresst. Das kann man überall auch drauf tun. Zur Wundheilung, gegen Blasen, das ist perfekt. Okay, habe ich nicht. Ich hätte jetzt. Ist natürlich kein ich bin kein Mediziner. Echt nicht? Also ich habe es hin und wieder schon. Ich habe es dir gerade abgenommen irgendwie. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob das stimmt, aber ich meine, das stimmt. Also was ich auf jeden Fall noch habe, ist Kohletabletten. Ja. Für Durchfall. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und was ich auf jeden Fall auch noch dabei zu empfehlen hätte, wäre eine Jodsalbe, in dem Fall Beta-Isodonna. Das ist ein Hautantiseptikum. Wenn du eine Wunde hast, dass es die nicht entzündet. Das ist auf jeden Fall, habe ich auch immer dabei. Wie heißt denn diese Babycreme nochmal, die alles heilt? Meinst du nicht Bepanthen, sondern Penaten? Nee, noch was anderes. Candelula. Candelula. Kann sein. Ja. Ja, gut. Also ihr wisst schon, was wir meinen. Ja, genau. Ihr wisst schon, was wir meinen. Da sollte man drauf achten. Und dann kommen wir noch zu dem
Thema Kommunikation. Das heißt also, der Strom fällt aus und dann bist du ja auch mit dem Handy eigentlich total lost, weil das Handy kann eigentlich nichts mehr außer Taschenlampe. Ja. Wie lange du Strom hast im Handy, also vielleicht... Ja, du kannst noch eine Powerbank vielleicht... Powerbank, genau. Also du hast Handy, kannst du dafür nutzen, dass du, wenn du keinen Empfang mehr hast, dann kannst du es nutzen für, wie gesagt, Taschenlampe, Notizen, die du rein drin hast. Kannst du da Fotos gucken? Taschenrechner? Gut, es geht noch, der Kompass würde gehen. Ja, ich glaube, X-Hamster funktioniert auch noch. X-Hamster funktioniert. Ansonsten ist es, glaube ich, relativ sinnloses Tool. Du kannst es vielleicht noch jemandem Kopf schmeißen, das war es aber auch. Ja. Oder vielleicht dein Frühstücksspeck. Wecker. Ja, gut. Aber wofür braucht man einen Wecker, wenn man nicht aufstehen braucht? Aber was auf jeden Fall total wichtig ist, das sagen auch viele, ist halt ein Radio, ein ganz normales, klassisches UKW-Radio. Und am besten natürlich mit Batterien. Ja. Oder Akku oder zum Kurbeln. Weil damit kannst du zumindest Empfang aufnehmen nach draußen, um zu wissen, was draußen los ist oder wann es vielleicht weitergeht oder wo du dich zu treffen hast. Oder sag mal, es gibt so Sammelstellen, wo du zum Beispiel Wasser oder Nahrung kriegen kannst. Woher willst du das wissen, wenn dir das keiner irgendwie, wenn du das nicht irgendwoher mitbekommst? Und im Radio, es kann natürlich sein, dass es viele Radiostationen oder eine Radiostation gibt in einer Stadt vielleicht, die halt ein Notstromaggregat hat und dann wird halt eben für die Bevölkerung meistens, sag mal so, um 12 Uhr mittags auf jeden Fall wahrscheinlich und um 3 oder um 6 Uhr abends zu diesen Zeiten, 9 Uhr abends, irgendeine Meldung geben, zu sagen, Leute, passt mal auf, so volle Lage, so sieht's aus. Das ist ja auch etwas, was natürlich die Behörden auch wissen. Ne? Die Polizei und Feuerwehr üben ja auch gerade, was ich jetzt gelesen habe, was ist, wenn der Strom ausfällt, wie kann man die Bevölkerung halt eben warnen, wie kann man halt auch Sachen organisieren. Und da ist es von Vorteil, wenn du UKW-Radio hast, dass du halt zumindest irgendwie was mitbekommst, mal am Tag, was da draußen los ist. Ne? Wenn du jetzt nicht draußen rumrennst und jeden fragen willst. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, das zu haben. Genau. Ja. Und was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Werkzeug, ne? Also, genau. Sind wir schon mal im Thema Werkzeug? Ich habe einen Zettel hier. Soll ich mal kurz gucken? Ich glaube, das haben wir alles. Das Skript von Mike. Ja, Mike. Ich glaube, wir haben alles durch. Was haben wir denn da noch stehen? Batterien. Guck mal, wir haben hier so einen Zettel. Ja. Ja. Darf ich das in die Kamera? Ja, unser Skript. Mike hat uns auch einmal aufgemalt. Ja, dann kommen wir zum Thema Werkzeug. Ja. Ist natürlich jetzt für Wohnung. Ich fange beim. Ihr könnt das ganze Werkzeug, was wir jetzt gleich noch sagen, auch mit Stromversorgung, könnt ihr alles vergessen. Wenn man halt in der Wohnung wohnt, hat man keinen Generator, man hat kein Solar, man braucht keinen. Die Sachen, die wir gleich noch vorstellen, außer Sikaflex, da kommen wir aber ganz am Ende nochmal drauf. Einfach ein Schweizer Taschenmesser. Ja, schön. Da ist ein Dosenöffner dran, Schraubenzieher, ja. Eine Schere, eine kleine Säge, Messer. Ein Korkenzieher auch für eine Flasche Wein natürlich. Ja, ganz wichtig. Kostet, ich glaube, das hier kostet 20 Euro oder so. Und was ich gerade noch sehe, was echt ein Thema ist, zum Beispiel so Kleinigkeiten. Ich habe letztens hier in der Halle gearbeitet und habe einen kleinen Splitter im Finger gehabt. Das ging mir so auf den Senkel, ja. Ich kriege das Viech nicht raus. Eine Pinzette. Da ist eine Pinzette drin. Ja. Oder guck mal, ob ich eine Pinzette habe, weil wenn die Apotheke zu hat, ja, oder Notbetreuung. Oder ein Zahnstocher, wenn man gut gegessen hat. Genau. Dann sind so Kleinigkeiten wie ein beschissener Splitter. Da hast du vielleicht einen Generator mit 22 Volt, der irgendwie 2 kW produziert, aber du hast keine Zange, die diesen scheiß Splitter rausnimmt. Das nervt dich wahrscheinlich mehr, als wenn du keinen Strom hast. Ja. Und so hat man alles halt zusammen. Sollte man mal ausprobiert haben, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, wenn man halt nur diese Drehdosenöffner hat, weil man muss es halt in die Dose reinhauen und dann schneidet man es vorsichtig auf. Ja. Ansonsten wichtig beim Messer, Messer zum und Schneiden. Das sollte auch scharf sein. Ne? Genau. Ah. Können wir nur von Fiskars den Messer- und Axtschärfer empfehlen? Ja, da muss ich jetzt mal etwas sagen, bevor du jetzt damit anfängst. Du hast mir das Ding ja geschenkt auch, ne? Ja. So. Und ich habe immer gedacht, das sieht ja so billo aus und das ist ja wahrscheinlich was für die letzten Dullis. Ja, weil ich habe mir nämlich mal irgendwann noch einen Wasserschleifstein gekauft. Also Wasserschleifstein, ja, den füllst du in Wasser, den machst du Wasser rein und dann schleifst du dein Messer drauf. Ne? Und dann denkst du, ja, dann habe ich mal so einen Sonntag, den ganzen Nachmittag alle Messer geschliffen. Und am Ende waren die stumpfer als vorher, weil ich es einfach nicht kann. Ja? Und dann habe ich dieses Ding geschenkt und dann, jetzt, wir haben den Fiskars keinen Vertrag, mir ist auch scheißegal, ja. Aber, absolut nicht. Ja, aber ich habe mir das Ding geschenkt und habe ich die Messer da fünfmal durchgemacht und dieses scharf wie Dulle da, wurde ich erst besser belehrt und dachte, okay, manchmal ist das naheliegendste auch das Beste. Ja. Ja? Du wolltest natürlich nicht glauben, bitteschön. Ja. Aber das Geile ist halt, man kann halt auch, hier sind zwei Symbole, einmal für ein Messer, dann hat man halt hier oben eine kleinere Öffnung und einmal für, das ist für die Axt, das ist für das Messer. Ja.
Axt schärfen kann man damit auch wunderbar. Ja. Also wenn die Axt, jetzt wie die hier, halt schon ganz, einfach nur ein bisschen abgenutzt ist, kann man wunderbar schärfen. Wir machen auch nochmal ein Video dazu, um darüber Sachen zu schärfen. Ja. Da benutzen wir das auch für Messer zum Beispiel oder für so eine Axt. Und dann zeigen wir euch noch, wie man das mit einer Flex macht. Ja. Und andere Methoden. So, ja, dann gibt es natürlich das gute Bowie-Messer, was man immer im Haushalt haben sollte. Ja, Messer finde ich immer wichtig. Ja. Also Messer, mit Messer machst du halt auch, ich sag mal so, wenn wir unterwegs sind, draußen sowieso. Ne? Ja. Draußen Messer finde ich immer für irgendwie Schnitzarbeiten oder um dir deine Salami aufzuschneiden oder so. Ganz wichtig, Salami für Kohlenhydrate. Ja. Also Messer finde ich halt. Messer hat auch irgendwie was Existenzielles, oder? Als der Mensch aus der Höhle gekrochen ist, da habe ich erst ein Messer gebaut. Ja. Oder eine Machete. Man braucht auch mal eine Machete. Ja, ganz wichtig. In unseren Gefilden ist das ganz wichtig. Ganz wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Insel ist. Bei Staffel 2 machen will oder Staffel 2. Genau, bei Staffel 2. Du hast dich schon komplett vorbereitet auf Staffel 2. So ist das. Wir sind ja zwei Leute, die gehen dann nur mit der Machete rein. Ja, genau. Und die eine Machete rostet schon. Ja. Habe ich gehört? Kein Spoiler. Ja, hab ich auch gehört. Also ganz streng. Bin mal gespannt. Ja. Ja. Topf hatten wir gerade gar nicht vorgestellt. Aber das ist halt ein kleiner Topf, da passt genau die Dose rein. Genau. Aber sowas hat man ja zu Hause. Ja, sowas kannst du auch einen normalen Topf nehmen, aber Küche, das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Und was ich noch wichtig finde, ist halt eben, dass man sich irgendwie beschäftigt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auch Kinder hast, ne, und die hast du jetzt 8 Stunden, nee, 8 Stunden ist nicht Quatsch, also 24 Stunden hast du die da, aber du bist halt eben auch vielleicht tagsüber draußen und dann ist abends Kinder zu beschäftigen, ist halt eben ein Thema. Ja. Aber ich selber auch zu beschäftigen. Also zum Beispiel, wenn kein Strom da ist, alle sitzen zu Hause, Gesellschaftsspiele, finde ich halt wichtig, dass man sich irgendwie ablenken kann. Oder natürlich auch, was auch wichtig ist, halt eben Dinge zu lesen, ne? Bücher zu lesen. Zum Beispiel, wie könnte ich, wenn eine Krise länger anhalten sollte, als wir uns das überhaupt vorstellen können, was ich mir aktuell nicht vorstellen kann, aber man kann sich vieles nicht vorstellen. Ich glaube, die Menschen haben sich vieles nicht vorstellen können, was schon passiert ist in früheren Zeiten. Ist es zumindest wichtig, wenn man eine Idee davon hat, wie man gewisse Überlebenstechniken, die man heute ja überhaupt nicht mehr in unserer kuscheligen Zeit, die wir alle gelernt haben, gebraucht hat, vielleicht mal wieder zumindest mal nachlesen könnte. Ja, ja. Also oder zum Beispiel, du hast mir ein Prepper-Buch zum Geburtstag geschenkt. Ja. Für Vorbereitung, also Solarwasseraufbereitung. Ja. Das kann ich auch Gasherstellung. Nee, das habe ich glaube. Das kann ja, ich auch. Also gegen PV-Anlagen und Wasser. Ja, oder halt eben auch generell, wie verwindet man eine Wunde eigentlich? Oder wie kann man zum Beispiel in der Natur, wenn man draußen ist, gewisse Nahrungsdinge besorgen? Wie kann man frische Sachen sich aus dem Wald besorgen, oder aus der Natur, die da normal wachsen? Solche Dinge, wenn man das weiß oder zumindest eine Idee davon hat, ist man schon mal, glaube ich, einen Schritt weiter. Ja. Ja, zum Beispiel, was ich auch empfehlen kann, das Buch Blackout. Mhm. Wo wir gerade beim Thema sind, geht um Blackout, halt, dass Europa keinen Strom mehr hat. Mhm. Was dann passiert? Sehr gutes Buch, habe ich auch so verschlungen. Ja, nee, ich finde es auch spannend. Ich muss sagen, ich habe da keine Angst vor. Ich glaube, das ist nicht das richtige. Also das ist ein Roman, das ist kein. Okay. Da gibt es auch so eine Serie mit Moritz bleibt treu. Okay. Mhm. Nee, ich hab keine Angst davor, wenn der Strom ausgeht oder sonst irgendwelche Sachen, weil ich glaube, auch ganz gut vorbereitet bin, denke ich zumindest. Das kann natürlich sein. Und ich sage mal so, ganz ehrlich, ich wünsche es uns allen nicht, dass das passiert. Ja. So da, also wir haben diesen ganzen Quatsch hier, weil wir da auch irgendwie Bock drauf haben. Wir sagen ja, sich selbst vorzubereiten, finde ich auch wichtig für meine eigene so Vorsorge. Aber am Ende denke ich so, ey, lass Strom an, Leute. Lass Strom an und alles ist gut. Ne? Auch einfach der Punkt, du hast ja angefangen, hier Dinger zu züchten. Wie heißt das nochmal? Sprossen. Sprossen zum Beispiel. Ja. Also einfach Selbstversorgung. Ja, zum Beispiel, genau. Auch ein schönes Thema. Absolut. Dörrtomaten habe ich mir das noch besorgt. Ja. Kannst halt gut Sachen auch mal. Du hast einen Dörrautomat, hast du die nicht selber gedörrt? Was? Du hast einen Dörrautomat, hast du die nicht selber gedörrt, Tomaten? Nee, Tomaten? Welche Tomaten? Also, du hast ja gerade gesagt, du hast Dörrautomaten gekauft. Nee? Was hast du? Dörrautomat. Ach, Dörrautomat, ich hab Dörrautomaten. Was ich denke, was mit Tomaten? Was? Nein, Dörrautomat hab ich. Ja, okay. Genau. Da wollen wir doch noch was für draußen machen. Also, ja. Wir machen da noch eine Vorbereitung, die wir halt unser Essen selber zubereiten und abpacken. Ja. Für unterwegs, dass wir wenig Wasser dabei haben. Ich glaube, die Folge ist schon wieder viel zu lang. Natürlich ist sie viel zu lang. Aber wer bis jetzt dabei geblieben ist, also Respekt. Cool.
Also wenn ihr Bock habt und ihr weitere Sachen von uns hören wollt und sehen wollt, was wir so machen, lasst ein Abo da, ne? Warte, und Like, und der Alex hat noch einen Nachschlag. Eben den Kürzel, Generator, 230 Volt Generator, kostet momentan 400 Euro, glaube ich. Ja. Verbraucht 15 Liter in 12 Stunden. Eine Menge. Ist eine Menge. Ja. Aber man darf halt 20 Liter zu Hause an Benzin lagern oder 200 Liter Diesel. Okay. Als Hinweis noch. Was auch immer wichtig ist, Paracord, Gaffer-Tee. Ja. Du wolltest den Sieger vielleicht noch erzählen. Axt, Spaten, ne? Säge, stellen wir jetzt nicht vor, hat ja keiner. Hat ja jeder, meine ich. Hat ja jeder. Und was man immer braucht, Sikaflex. Ich liebe es. So. In dem Sinne, wie Leute, André gerade schon gesagt hat. Halb so wild, ne? Oder? Alles halb so wild. Lasst einen Daumen da, ein Abo. Danke fürs Zusehen. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwie mal denkt, was ihr so oder was wir vergessen haben. Auch ganz spannend, ne? Der Kabeltrommel ist zum Beispiel auch noch da. Ja. Wenn man den Generator draußen stehen hat, reinholen will. Bla. So. Bla. In dem Sinne. Die Folge ist zu lang. Wir müssen raus. Bis dann. Ciao, ciao.